Hi Leute, ich begrüße euch hier auf etwas mehr Wasser zu einem kleinen Infovideo. Und zwar geht es sich um die Verbindungsroutine, die am Anfang durchgeführt werden muss von Smart Reef. Für Smart Reef, also von Reef Factory Produkten. Wir kennen es im Prinzip, dass wir erst mit dem Handy das Netzwerk suchen müssen oder mit dem Rechner das Netzwerk suchen müssen, in das Netzwerk rein und zu einer bestimmten Seite anzumelden. Das Ganze fällt jetzt vollkommen flach und zwar könnt ihr das Ganze über die App hier dann dementsprechend machen. Und wie das gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Ich habe das rausgeschnitten aus einem Video, was ihr letztens oder was ihr demnächst noch sehen werdet. Ich weiß noch nicht, was jetzt eher rauskommt von beiden, aber egal. Ich habe es aus dem Video rausgeschnitten und es ist wirklich relativ einfach. Schaut es euch an, wenn ihr nicht wisst, wie es geht. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr am Ende des Videos unten unter den Kommentaren nachfragen. Ich bin da relativ zügig im Antworten. Ja, und dann geht's dann jetzt mal los. Check. Dann gehen wir hin, setzen das Ganze unter Strom. Und wir kriegen Licht. So. Und was grundsätzlich gemacht werden sollte vor der Inbetriebnahme: Ihr geht hin und macht einmal einen kompletten Reset, ein Factory Reset. Ja, das heißt, ihr nehmt den hier, legt den oben drauf und dann fängt das Licht hier oben, geht mal kurz aus, 1, 2, 3, 4, 5, genau, dann fängt es an zu blinken und wenn es an zu blinken fängt, mehrfach, ist das ganze Gerät auf 0 zurückgesetzt. Dann können wir es wegnehmen, den wieder in die Schublade legen, zu den anderen Magneten, damit die sich unterhalten können und dann können wir anfangen hier zu verbinden. So, jetzt gehe ich mal in meine App rein und dann machen wir mal zusammen die Verbindungsroutine hier. Ich muss gerade eben mal kurz was einschalten. So, dann schalten wir mal die Kamera hier vor Ort mit ein und wir gehen auf Devices und wir haben im oberen linken Bereich die Möglichkeit dann hinzugehen, ein Add Device durchzuführen. Das tun wir jetzt mal und kriegen dann dementsprechend die Auswahl, was wir hinzufügen können. Also Fakt ist, die komplett neue Verbindungsroutine hier ist sehr viel einfacher gestaltet als wie alles andere. Ihr braucht nicht mehr ins Netzwerk von dem Gerät hier zu wechseln. Ihr braucht nicht mehr über den Browser zu gehen. Das geht alles ganz einfach über Smartphone. So, und ich muss mal gerade eben mal gucken, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Level-Sensoren, Dosing-Pump-ATO. Ah, da drücken wir jetzt mal drauf. Weiter. So, und wir können die Seriennummer, entweder die hier hinten drauf steht, von Hand eingeben, aber wir haben darunter auch einen QR-Code. Und ich habe es mit dem iPad Pro jetzt noch nicht probiert und die neue Version, die ich jetzt hier habe, weiß ich auch nicht. Ich mache es jetzt mit dem Handy, ich gehe auf Scanne, dann kriege ich die Kamera freigegeben und der muss nur einmal den QR-Code sich anschauen und dann steht die Seriennummer schon weiter. So, und dann sage ich verbinden. Dann verbindet das die App sich, ja, mit dem Wi-Fi von diesem Gerät und handelt alles weitere aus. Mit Gerät verbunden. Und jetzt kommt die Netzwerkliste und heute bin ich vorbereitet. Ich habe mein WLAN-Passwort. So, das sind meine Netzwerke. Und ihr seht, ihr kennt hier schon verschiedene Netzwerke. Und mein Passwort setze ich dann da unten mal ein. Und dann gehen wir auf Weiter. Ja, verbinden. So, jetzt haben wir einerseits einen Fehler, der oben angezeigt wird. Der ist aber uninteressant, weil er sich einerseits mit dem Netzwerk hier von dem Gerät nicht mehr verbinden kann, weil das Netzwerk hat sich nämlich jetzt mit dem Heimnetzwerk verbunden. So, Dosing Pump ATO müsste jetzt in meiner entsprechenden Liste drinstehen. Ich gehe zurück zur Aquarienliste. Da ist mein Gerät, das kann ich jetzt benennen und ich nenne es, setze da eine Zahl vor, weil ihr könnt mit der Reihenfolge der Zahlen, wenn ihr vor den Geräten Zahlen setzt, könnt ihr die Reihenfolge bestimmen, wie das Ganze in eurem Dashboard erscheint. So, und ich nenne das Ganze jetzt mal 1.6 Dosing Pump. Gefunden, das Ganze vom Shallow Reef und das ist von Polen Crazy Corals. Speichern.
So. Und jetzt habe ich da oben einen Fehler gemacht mit der Beschriftung. Ich habe da nämlich einen Punkt zwischen gesetzt. Den sollte ich nicht machen. So. Nein. Knapp daneben auch vorbei. Sorry. Ich habe mich verdrückt. Also nochmal. So. Fertig. Speichern. So, und das Ganze ist jetzt da unten eingereiht worden. Und jetzt haben wir hier dementsprechend die, die Ansicht. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal etwas genauer an. Wir haben ja, Leute, ihr habt gesehen, ist kein Hexenwerk, ist ziemlich einfach. Die einzige Einschränkung, die ich, glaube ich, noch habe, ist, es hatte damals mit meinem iPad nicht funktioniert. Warum, weiß ich nicht. Kann sein, dass es an der Softwareversion liegt. Kann aber auch sein, dass es mittlerweile behoben ist. Ich habe es mit dem Handy probiert. Andere haben es auch mit einem, ich sag mal, Samsung-Handy, Galaxy etc. gemacht. Funktioniert einwandfrei. Ist also sehr viel einfacher geworden als wie das, was wir jetzt kennen. Und somit eine kleine Hilfestellung für euch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses kleine kurze Infovideo hier gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper. Ciao.